Moin Moin! Heute gibt es ein kurzes Infovideo von mir anstelle des eigentlich jetzt kommenden Sonntagsvideos, weil mehrere Gründe, die ich euch jetzt einmal erkläre. Heute ist Freitag, eine Woche bevor dieses Video online geht und ich werde morgen eine Woche wegfahren auf eine Uni-Exkursionskrams und ich habe es mal wieder verplant, angemessen vorher genug zu drehen. Beziehungsweise ich hatte die grandiose Idee für das Video, was ich eigentlich diesen Sonntag, also der jetzt ist, hochladen wollte, viel zu spät und wir haben viel zu spät angefangen zu drehen, obwohl es ein mega cooles Video wird. Und deswegen kommt heute ein Infovideo und das Lux-Challenge-Video, irgendwie klar, sofern wir das heute schaffen, vielleicht kommt das auch erst morgen. Ich weiß nicht, es ist Sommer, da brauche ich Zeit für Dinge, für andere Dinge außer Videos, die brauchen dann etwas mehr Zeit. So, also mein Plan für jetzt den Sommer. Eine Woche wegfahren, deswegen kommt das Video erst übernächste Woche, nächste Woche. Oh Gott, ich bin verwirrt. Es ist verwirrend, das Video eine Woche bevor man es eigentlich hochlädt zu drehen. Wenn ihr wisst, was ich meine. Und danach bin ich wieder eine Woche hier, wo wir noch ein bisschen was vordrehen. Den Lesemonat, damit er kommt. Und eben dieses Themenvideo, was mega awesome wird. Okay, eigentlich ist es kein Themenvideo. Es ist ein Spezialvideo. Ich weiß noch nicht, wie ich es nennen werde. Aber es wird richtig geil. Egal. Wenn ihr euch das ansehen wollt, ich verlinke euch das jetzt da. Oben links. Ich muss mir das merken. Es ist schwierig, Videos zu verlinken. Den Lesemonat, den ich drehen werde, der kommt eine Woche später. Den verlinke ich euch dort. Wenn der kommt, werde ich schon eine Woche im Urlaub sein und dann noch zwei weitere Wochen, weil ich werde mit meiner besten Freundin Ines, die ja aus dem Lux, nee gar nicht, aus dem Love Letter Convention Vlogs kennt, auf Deutschlandtour gehen und mit Anna, das ist eine Kommilitonin von mir, und das wird 3 Wochen dauern, ja. Und in dieser Zeit werden vermutlich nicht so viele Videos kommen, weil entweder werden wir vloggen und vielleicht laden wir zwischendurch was hoch, vielleicht aber auch nicht, das kommt drauf an. Wenn wir vloggen, verlinke ich euch das dort unten. Und dann werde ich in der letzten Woche mich mit Leo von Dunkelbunte Träume treffen. Die hat auch einen BookTube-Kanal, den Kanal verlinke ich euch da oben. Gott, ich bin verwirrt. Langsam bin ich verwirrt. Oben ist richtig, okay. Und mit ihr werden wir ein Video drehen und wenn wir das abgedreht haben und hochgeladen haben, was vermutlich erst irgendwann im September dann der Fall sein wird, je nachdem wie wir das timen können, das muss ich mit Leo dann absprechen, das verlinke ich euch dann dort. Wobei wir machen wahrscheinlich 2 Videos, also verlinke ich euch dort wahrscheinlich 2 Videos. Eins, was auf meinen Kanal kommt und eins, was auf ihren Kanal kommt. Das sehe ich dann. Und ja, sein Kanal, er wird jetzt in der Woche, wo ich weg bin, alles, was wir für das Special-Video, was kommt, gemacht haben, fertig machen. Den verlinke ich euch einmal hier. Er macht auch schöne Videos. Selten, aber dann sind sie gut. Ich glaube, damit habe ich... Ach genau, eins noch. Wir machen nämlich eine Deutschland-Tour. Das habe ich, glaube ich, eben schon erwähnt. Und wenn ihr Bock habt, dass ich euch besuche, keine Ahnung, und wir ein Video zusammen drehen wollen. Ich komme sonst nicht aus Hamburg weg, deswegen ist das eine ganz gute Chance. Wir fahren links von Deutschland runter, also... westlich, also so links, so Köln und so, fahren wir so ungefähr runter, Koblenz, bis zum Bodensee und dann fahren wir in der Mitte Nürnberg, Kassel wieder hoch ungefähr. Also wenn ihr irgendwo auf der Route liegt, schreit hier, vielleicht kommen wir vorbei und besuchen euch, wenn ihr Bock habt. Sonst finde ich es auch gut. Ja, ich glaube, das war's von mir. Der Bildschirm ist jetzt ziemlich voll, man sieht mich wahrscheinlich nicht mehr. Ich hoffe, ihr habt einen tollen Sommer. Meiner ist auf jeden Fall bisher ziemlich cool. Deswegen kommen die Videos auch immer so spät, weil ich meine Wochenenden ziemlich verplant habe mit Freunden und so. Muss auch mal sein. Ist auf jeden Fall ein ziemlich cooler Sommer. Rezensionen habe ich auch noch abgedreht mit ihm. Die kommen auch noch. Irgendwann 2 bisher. Ich möchte noch eine Rezension zu Niki machen. Die müssen wir noch drehen. Also zu Nikis Buch. Das verlinke ich euch jetzt nicht mehr um mich herum, weil es ist zu voll in der Beschreibung. Guckt in der Beschreibung. Und... ich glaube, damit habe ich auch alles abgehakt. Dieses Video ist völlig ungeplant, was man überhaupt nicht merkt. Ich wünsche euch einen tollen Sommer und tschüss.